Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Unleashed auf dem Kanal von Anonymous und auf dem Kanal von Kaffeebecher LP, und wir sind in der Folge 74? Bestimmt. Jetzt lügt doch nicht. Ja doch, ich glaube 74 passt da. Genau. Folge 74, das Geheimnis. Oder 75. So, jetzt muss ich die Folge das Geheimnis nennen. Max, wo wohnst du jetzt? Ich wohne hier oben auf dem Baum. Aber auf welchem Baum? Welchem? Dem kleinsten. Ja, da, passt ja, ne? Hast ja dieses mit dem Kleinwagen sehr zu Herzen genommen. In der vorletzten. Nein, einfach, der hatte am besten der hatte so schon so eine abgeschnittene Spitze hier oben, deswegen habe ich einfach. Wer ist das dann? Der ganz vorne links. Ja, genau. Im Endeffekt ist es da gar nicht. Genau, ja, genau. Was ist der, wo ich einen Stein drauf gemacht habe? Hast du einen Stein hier drauf gemacht? Da ist ein Stein. Ach, das ist Stein. Ich dachte, das wäre einfach nur hässliches Holz. Kannst mal sehen. Erklärt einiges. Was, ist eine Katze? Ich dachte, das wäre einfach nur ein hässlicher Hund. ja, Maxi, wir sehen. Ein okkulter Ritualplatz. Was? Ja. Nee, ich finde es schick, aber ich würde vielleicht. Also ich finde das echt cool. Das finde ich, ist auch ein guter Entwurf für unsere Baumstadt, aber das Dach gefällt mir irgendwie nicht so gut. Das Holz von dem Dach. Das ist auch Birchwood. Vielleicht wäre es sogar geil, da oben nochmal Laub drauf zu machen. Blaukraut bleibt auch. So hier so Laub und sowas. Brautkleid bleibt alt, da sieht das scheiße aus. Nein. Ich meine ja nur. Ich meine auch nur. Ja, was? Was schlägst du mich denn jetzt schon wieder? Ich verstehe nicht, das wird. Tore, kannst du mir den Ast hier, wo du gerade drauf standst, ne? Ja. Versuch mir das mal bitte zu erklären, wie das eigentlich überhaupt ist, weil. Ne? Wie ist denn das? Flieg doch einfach mal rum her. Du merkst schon, da fehlt irgendwie was, ne? Ja. Die Anbindung an den Baum. Das ist aber bei vielen Ästen so oben im Baum. Also, das sind nur so random. Aber zu welchem Baum gehört der? Ja, zu welchem Baum gehört der? Oh, das ist jetzt ein philosophisches Problem. Was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Ja, der, wo du drauf bist, würde ich sagen. Dazu gehört das. Der, wo du drauf bist. Ja, der da, wo du halt drauf bist, ne? Ne? Ja, Lothar. Weißt du selber. Lothar Matthäus. Viele Leute sehen da ja auch nur den Lothar Matthäus, der da wo in die Scheiße greift, ne? Was ist das denn schon wieder aufgegriffen? Ja. Bei Lothar Matthäus. Ey, gut, dass man mich hier gerade nicht bei... Also bei Minecraft dürfte ich echt nicht mit Facecam spielen, weil ich sitze hier voll oft so am Grübeln und ich habe so die Eigenheit, dass ich beim Grübeln immer so, weißt du, so... Zunge raushängen lassen. Ja, genau, so... Und dann so, wenn ich irgendwas baue, so, weißt du, so die Zunge, so typisch, wie wenn man sich anstrengt, so... Und ja, so, das machst du aber leider nicht nur bei Minecraft, das machst du auch, ja, gelegentlich eigentlich bei jedem Spiel. Ja, aber das sieht man ja zum Glück bei den ganzen Spielen nicht. Das stimmt. Bestellst du eine gerade Dinge, die sie gar nicht tut? Ja. Okay. Immer, ne? Standard halt, ne? So ist nicht, das bei uns anders, in Minecraft. Was anders sein soll als sonst. Ich wollte nur mal für die Zuschauer... Wie wär's, wenn wir denn jetzt hier in diesem Baum eine Fußbodenheizung einbauen? Oh, weißt du, Fußbodenheizung ist natürlich Idee, das Wichtigste beim Baumhaus. Wobei. Bitte tu es. Bitte erfüll uns weiter mit deinem völlig sinnlosen Schwachsinn. Mach die Welt zu einem besseren Ort mit deinen Fußbodenheizungen in Baumhäusern. Danke. Fußbodenheizung, wofür? Damit der Fußpilz noch schneller wächst oder was? Ja. Okay. Okay. Bist du in deinem Häuschen drin? Das war ich gerade, ja. Ah. Ich habe halt nur nicht unten angefangen, sondern in der Mitte, weil ich dachte immer, in der Mitte wäre nicht schlecht. Und dann werde ich jetzt hier so ein paar Etagen reinbauen. Weiß noch nicht gar... Ja, so, jetzt bin ich durch. Weiß noch nicht ganz... Wie und wo und wie und wieso und was, wieso, weshalb und wie ich hier überhaupt Strom reinkriege und so. Strom? Strom? Diese Stadt wird komplett ohne Strom laufen. Ach so. Oh, ich dachte, eine mechanische Steampunk-Stadt. Aber ich dachte Fußbodenheizung und Flachbildfernseher. Ist nicht, Tore, ist nicht. Das ist... Nee, leider Naturcamping. Ich baue mir ein Haus. Aus Stein. Ein Steinbau. Ein Steinbau. Ich bin nicht unfähig. Ja, Anne, erzähl uns was Neues. Ja, ne? Ja, Max. Das, Ich meine, jetzt erzähl mal irgendwas Neues, ja. Erzähl mal was Neues. Also Neuigkeiten aus deinem Leben, aus der Welt. Irgendwas, was dich gerade richtig bewegt. Was ich hatte, mein Thema war ja Montag. Was ist denn so eure Einstellung zum Montag? Heute ist schon Samstag. Heute ist Sonntag. Heute ist Samstag. Ja, also wenn die Folge rauskommt, ist Samstag. Das heißt, in 2 Tagen ist wieder Montag. Ich bin so verwirrt. Oh mein Gott! Zeitreise im Let's Play! An den Tagen auf Folgen rausbringen. Das ist aufgrund meiner Steinzeitleitung, Internetleitung leider nicht möglich. Also halten wir diesen Gedanken und legen ihn wieder beiseite. Also Montag. Was sollen wir denn sagen über Montag? Ja, es gibt ja, Montag ist ja so verhasst, dieser arme Tag, dass es darüber schon jede Menge Memes gibt, so und sowas, ne? So Montag, Arschloch. Ja, hallo, also kann es irgendjemand verübeln? Du hast ein Wochenende, hast geile Zeit und plötzlich kommt Montag wieder und meint, hey, willst du nicht in die Uni, zur Arbeit oder sonstigen Scheiß machen, den du eigentlich nur tust, damit du überlebst? Ich find das auch gut, in dieser kapitalistischen, verseuchten Welt. Ich finde das auch gut, dass ihr mein Thema ernst nehmt, weil ich habe nämlich eigentlich gar kein Thema gehabt, aber Montag war das erste, was mir eingefallen ist. Ich hatte ja sonst was, und zwar den Film Her. Hat irgendjemand schon den Trailer gesehen? Nee. Das ist, wo der Typ sich in den Computer verliebt, so gesehen. In das Computerprogramm. Sowas wie Siri, nur ein bisschen realistischer und menschlicher. Also, künstliche Intelligenz halt, oder? Ja, ganz genau. Verliebt sich tatsächlich in eine KI und die KI verliebt sich auch in ihn, weil die sind so weit, das können die. Die kann sich in Person verlieben? Ja, die haben halt auch Gefühle, die KIs, ne? Und das ist wie bei Mass Effect. Ja, das ist irgendwie ein bisschen unheimlich, aber ja, keine Ahnung. Ich habe den Trailer halt gesehen bis jetzt und dachte mir so... Und fand es echt romantisch. Nee, es ist ein bisschen Und dann bisschen hat er seinen verstört. Computer geküsst. Ja, das auch, aber das ist nicht gesagt, endlich, das wird der Durchbruch für uns, Schatz. Und hat seinen Computer geküsst. Schatz, hol die Kinder, wir müssen Fernsehen. Ich bin ja auch für Heirat zwischen Mensch und Maschine, ganz klar. Ich bin ein starker Befürworter. Momentan nur in Japan möglich. Aha. Wirklich ein Befürworter? Nein, keine Ahnung. Ich bin zerstört, was ich ganz ehrlich sage. Ich habe mir gerade so überlegt, wie krass das wäre. Also, ich meine, das ist ja jetzt nicht so abwegig, dass man immer bessere künstliche Intelligenzen hat und sowas, ne? Und ich habe mir gerade überlegt, wie krass das wäre, wenn das wirklich so möglich wäre, dass du halt so künstliche Intelligenz entwickelt, wirklich eine Intelligenz. Aber wie leicht das wäre, so eine maschinenbasierte Person zu manipulieren zu deinen Zwecken. Das wird ja das Beziehungsbild voll verändern. Das heißt, wenn dich quasi eine Macke, sag ich mal, an deinem Partner einfach nervt, dann programmierst du es einfach um. Eigentlich heftig, oder? Das ist so der Gedanke. Der Gedanke ist krass. Der Gedanke ist ziemlich eklig, ja. Ich finde das ziemlich heftig, wow. Weißt du, denkst so, oh ja, keine Ahnung, mein Partner finde ich irgendwie nervig, anstrengend, das und das, weißt du, die und die Eigenschaft, zum Beispiel irgendwie räumt nicht richtig auf oder so, und dann programmierst du es einfach um. Er lässt immer den Klodeckel offen. Ja, genau, und sowas, weißt du, und dann programmierst du es einfach um, sagst einfach so. Das wäre das Erste, was ich auf Disk hätte. Könnt ihr euch alle von mir ziehen. Hast du schon sichergestellt, dass die Person, bei der dich das stört, keine künstliche Intelligenz ist, bei der du es... Nein? Naja. Ja, also, ja, Gedanke ist krass. Finde ich echt krass. Das würde wahrscheinlich einfach so die Auffassung vom idealen Partner noch krasser machen, einfach so. Weiß nicht, aber im Endeffekt bist du dann auch manipulierbar? Also bist du dann auch eine künstliche Intelligenz? Das ist halt diese Frage, kombiniert man Mensch und Maschine oder ist das mehr so, man hat eine Maschine, es ist wirklich rein maschinell? Die so intelligent ist, dass sie ein Wesen entwickelt. Das meinte ich jetzt eher. Weil der Mensch hat ja immer noch eine organische Basis. Dass die immer besser auch manipuliert werden kann durch Forschung, das ist natürlich was anderes. Aber ich meinte jetzt tatsächlich, dass du halt es mit einer maschinenbasierten Person zu tun hast, die dann dementsprechend leichter manipulierbar ist. Ich weiß das nicht. Also es ist... Das Problem, man kennt Tori jetzt voll fertig. Also. Nein, vor allem, man kennt sich da, also das sind halt so Themen, die einen wirklich interessieren. Das Problem ist einfach, man kennt sich da auch nicht wirklich aus. Nee, wie weit ist die Entwicklung im Endeffekt schon? Man hört ja immer wieder, dass irgendwelche Roboter die das menschliche Dasein nachempfinden können und sowas, aber noch nicht so ultimatum, dass man das wirklich verwechseln kann mit dem menschlichen Dasein. Ja, lernfähige Roboter sind ja schon mal der Grundsatz dafür, ne? Und das sind ja auch viele Proteste oder Gegner bei solchen Sachen immer, weil man halt zu viele Filme und Szenarien kennt, wo halt die Maschinen irgendwann gegen die Menschen Ja, aber rebellieren, ne? Du denkst dann so, ja, ist ja alles Science Fiction, bla bla, ne? Wobei im Endeffekt ja diese Filme auch nur die gesellschaftlichen Ängste widerspiegeln. Und hinter den Filmen stecken ja meistens kluge Leute, die sich da wirklich Gedanken drüber gemacht haben. Ich meine, gerade auch, was es jetzt heutzutage gibt, so mit Smartphones und so, da gab es schon Leute, die darüber auch nachgedacht haben, wie es wäre, wenn man so ein Gerät hätte, wie ein Smartphone, was halt die Vorstellung davon früher war. Wie das wäre, wenn Menschen das hätten und wie das die Kommunikation und die Gesellschaft verändern würde. Und das ist jetzt halt Wirklichkeit. Und das tut es auch, ja. Und das tut es auch. Und von daher finde ich, sollte man Science-Fiction-Filme jetzt nicht so belächeln, weil ich finde, dass die, wenn auch in übertriebenem Maße, sie doch eine Möglichkeit dazu sind, sowas halt mal kritisch zu reflektieren irgendwie. Und dazu muss man ja auch ganz krass sagen, viele Entwicklungen sind ja teilweise durch Science-Fiction-Filme inspiriert worden. Ja, das stimmt auch. Gerade sowas wie das Smartphone zum Beispiel. Das gab es in welchen Zukunftsfilmen aus den 50ern und 60ern, hat man irgendwie so ein Gerät gehabt, was man halt, nur ein kleines mobiles Gerät, womit du alles mögliche machen konntest, wurde darüber visioniert, sowas zu haben in Filmen und in Zeitschriften und sowas. Und plötzlich hat man das heutzutage. Das ist dieses, ja, ja, das war gar nicht mal so abwegig. Es gibt ja diese Filme, ich weiß gar nicht, das hat doch mal... Dieser eine Film, der irgendwie zeigt, wie wir im Jahre 2000 leben oder sowas. Wo die auch sich vorstellen, von wegen jeder hat... da gab es ja einmal den Film im Jahre 2000 und dann gab es ja den neuen Film im Jahre 2200 oder so. Ja, ganz genau. Habe ich ja mal miteinander verglichen gehabt. Das war gar nicht so abwegig, aber man denkt halt immer noch, man ist halt weiter, als man in Wirklichkeit ist. Die dachten auch, der Mensch muss nicht mehr essen und so. Aber ja, der neue Film, der sagt auch, dass du Organe drucken kannst in so 3D-Druckern und so. Das habe ich jetzt erst gesehen bei Spiegel, gucke ich manchmal so Reportagen an. Und da ging es darum, dass einer ein komplett neues Gesicht erhalten hat nach einem Motorradunfall. Der hat halt irgendwie sich das komplette Gesicht gebrochen. Und alle Knochen wurden gedruckt mit einem 3D-Drucker, die zur Gesichtsmodellierung benutzt wurden. Ich meine, ich finde das toll, dass man das kann. Auf jeden Fall. Du kannst auch jetzt organische, also Haut kannst du jetzt auch schon drucken. Ein Ohr zum Beispiel wurde schon mal gemacht und so. Sowas. Richtig, richtig geil, dass man das kann, aber ich finde die Vorstellung immer noch ein bisschen eklig. Einfach so im Endeffekt druckst du irgendwelche Hautzellen. Na super. Ja. Aber das ist eigentlich, das sagen ja sogar zum Beispiel so Gruppen, wo man jetzt gar nicht spontan dran denken würde, zum Beispiel Vegetarier sagen ja, wie es wäre, dass es zum Beispiel die Fleischindustrie revolutionieren würde, wenn du plötzlich künstlich Fleisch herstellen könntest. Du müsstest ja keine Tiere mehr töten dann zum Beispiel. Da habe ich auch letztens eine Nachricht gesehen, dass es nicht möglich sein wird in näherer Zukunft tatsächlich organisches Fleisch zu produzieren. Weiß nicht, wo das war, aber das haben sie irgendwo geschrieben gehabt. Dass es nicht möglich sein wird, einfach aus dem Grund, weil du gewisse Prozesse brauchst, die das Fleisch halt zum Fleisch machen, wirklich, die du noch nicht nachempfinden kannst. Mit Chemie oder maschinell oder was auch immer. Das heißt, bis jetzt kann man leider da keine Lösung finden. Ah, das ist ja auch rein hypothetisch halt, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, die sagen halt, bis jetzt kann man noch nicht, weil wir es dann einfach noch nicht gefunden haben, einen Weg. Interessante Sachen, die wir hier gerade besprechen. Ja, doch, ja, durchaus. Das ist alles so, klar ist es irgendwie Science-Fiction, aber ich finde das trotzdem immer interessant da. Aber das ist ja auch die Diskussion, ob du jetzt wirklich so einen Computerspielcharakter heiraten kannst oder nicht, so wie es in Japan ist, ne? Ich würde sagen, in Japan kann man das mittlerweile tatsächlich, ja. Aber in Japan haben die ja auch alle einen Schuss und da gibt es ja gar keinen echten Menschen. Halt eine andere Kultur, ne? Also eine wirklich, wirklich andere gestörte Kultur, aber gut. Das ist auch nochmal ein Thema für sich, die japanische Kultur. Ich wollte gerade sagen, also die haben ja ganz, ganz viel, was einfach hier in Europa einfach unvorstellbar wäre, aber natürlich. Die haben sich ja auch die letzten, ich glaube, vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg haben die sich ja so abgeschottet, da hat man teilweise überhaupt nichts davon da drüben zu wissen bekommen, was da nicht los war. Mhm. Komplett 100 Jahre oder so haben die sich komplett abgeschottet, ne? Ja, nachdem die Samurais endlich gefallen waren, die letzten Samurai. Nee, während der Samurai. Ja, während der Samurai haben sie ja noch die Technik und sowas, alles hier Schießpulver und sowas, Waffen aus Europa gekriegt. Ja, auch später. Davor waren sie abgeschottet schon. Ja, davor waren sie schon abgeschottet. Ich weiß nicht, wie das davor waren sie über ein Jahrhundert auf jeden Fall abgeschottet. Wo sie komplett autark gelebt haben. Dann nennt man das autark, ja, ne? Autark, ja, und dann kamen Engländer, glaube ich, rüber. Genau, und die kamen dann Das war so, dass dann die, im Kolonisationszeitalter hat das dann aufgehört, weil dann so viele Schiffe auch kamen nach Japan einfach. Da, wo das so geboomt hat. Und jetzt ist alles atomar verseucht. So, an dieser Stelle möchte ich die Folge auch schon wieder beenden. Schon wieder zu Ende? Ich bin der Zeithitler heute, ich merke das schon. Du bist der Zeithitler, ja. Und alle hassen dich. Es tut mir auch leid. Es kann auch sein, dass das jetzt ein bisschen zu wenig ist. Aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, wenn man die Uhr nicht lesen kann, kriegt man solche Probleme. Ja, ich habe nicht die Uhr. Ich nehme das von meiner Audacity-Aufnahme gerade. Ach, wir machen noch ein Minütchen. Aber wenn es mit einer Audacity-Aufnahme steht, doch genaue Zeit, oder nicht? Ah, jetzt ja, habe ich schon tschüss gesagt, so gut wie. Und deswegen sage ich... Ah, ja, jetzt, weißt du, jetzt hast du auch schon angedeutet, dass es... Max ist schon raus. Achso, ich dachte, du wärst jetzt schon gerage-quittet, so, um deinen Standpunkt zu verdeutlichen, quasi so. Ich bin raus! Klar, los, aber ich sage einfach mal bis nächstes Mal, ne? Okay, Leute, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Äußert gerne auch eure Meinung zu den Themen, die wir besprechen. Findet ihr es auch gut, wenn wir Themen besprechen in den Folgen? Oder und ist euch wenn ihr Themenvorschläge habt, dürft ihr die natürlich auch immer gerne denken. Oder ist euch das lieber, wenn wir so rumblödeln wie immer? Ich meine, es ist ja eigentlich beides immer, ne? Aber... Ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu äußern. Jo, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.